Einhornjäger. Da bist du bei mir aber an der falschen Adresse. Hey Süße, wir freuen uns, dich kennenzulernen. Wer ist wir? Ich und Brayden. Ich nehme an, Brayden ist dein Haustier, Leguan? Nein, Brayden ist mein Freund. Wir suchen nach einer Dritten. Hast du unser Profil gelesen? Tja, interessiert? Ich bin wirklich nicht interessiert, aber ich muss zugeben, dass ich neugierig bin. Wie funktioniert das für dich, die ganze Sache mit der Einhornjagd? Was meinst du damit? Ich habe mich noch nie mit jemandem unterhalten, der als Paar datet. Was ist der Anreiz? Es macht Spaß, es ist eine gute Art, Freunde zu finden. Ich bin Bee und liebe Brayden wirklich, also ist das eine Art, auf die ich diesen Teil von mir ausdrücken kann, ohne meine liebste Person auf der Welt auszuschließen. Das ist echt süß. Man lernt wohl nie aus. Na, das ist irgendwie süß. Danke. Willst du es mal probieren? Immer noch nein. Auch gut. Ich habe mich vielleicht dreimal mit Eleanor unterhalten. Und sie schickt mir schon Blumen? Ich verstehe, warum Gabe sie liebt. Steph, viel Glück auf diesen neuen Abenteuern. Wir sind alle so froh, dass du beschlossen hast, hier zu bleiben. Bussi, Eleanor, Leta. Gabe, deine Freundin ist zu gut für dich, Alter. Steph, viel Spaß mit deinem neuen Job. Keine Sorge, die Schokolade kannst du während der Arbeit essen. Alles Liebe, ciao. Das Gruseligste an diesem Buch ist die bedrohliche Mahnung, die ich jährlich von der Bibliothek bekomme. Tochter des Spiegels, Poppy M. Byrne, Stadtbücherei, Arcadia Bay. Ist da ein Easter Egg drin? Ich weiß nicht. Kennen wir diese Poppy M. Byrne? Als nächstes klatscht in die Pfoten für Nat King Cole. Wir müssen echt mehr Kunden hier reinholen. Gönnt euch diesen Valentinstag was. Ruft Freds Schneeräumung an. What the fuck? 2 Jahre lang kein Kontakt. Und dann dieses geheimnisvolle Paket. Well played, Mikey. Was ist da drin? Das wär's, wenn da jetzt die Figur... Ein alter GM-Kram? What the fuck? Was ist das? Da sind ja wirklich diese... eine Zeichnung. Mit Mikey ist die Nostalgie durchgegangen. Ich sollte das alles durchsehen. If you need me, honey.
Ah, die Musik hat sich endlich wieder auf etwas unlizenziert. Was für ein Throwback. Do not read. Warning. Proceeding further. Was? Warnung. Weiterlesen resultiert im Charaktertod durch plötzliches und unerklärliches Organversagen. Elamon, Wolkenbrecher. Geschlecht männlich, Klasse Zauberer, Stufe 14. Biografie Elamon, Zauberer des dritten Zirkels und ehrwürdiger Ratgeber von König Tiberius. Vernahm den Ruf der Magie schon in seiner Kindheit. Als Sohn von Bauern in dem Dorf Herbstgräber versteckte er seine Fertigkeiten jahrelang aus Angst, von den Dorfältesten verstoßen zu werden. Als junger Mann wurde Elamon wagemutiger und verließ schlussendlich Herbstgräber, um in der legendären Halle der Zirkel unterrichtet zu werden. Nun bereist er die Welt auf der Suche nach Wissen, guter Gesellschaft und etwas Gold. Fähigkeiten, Kommunikation, Objekt bewegen, Astralprojektion, Geisterstoß, Ärgel, Säureschauer, Zelskatalytischer Feuerkegel, Gignomies, Feuerschlag der Flamme. Kampagnenideen unter Schaum und Gisch. Die Dorfbewohner von Crandall's Clum kennen sich mit zwei Dingen besser aus als jeder sonst auf dem Widmenmeer. Wie man einen sturen Hering angelt und wie dieser sture Hering schmeckt, wenn er über dem Feuer geröstet wurde. Das Leben hier ist simpel, etwas behäbig und selten gefährlich. Bis das Verschwinden der Kinder begann. Es begann mit dem Sohn des Braumeisters, dann die Tochter des Schmieds, dann der Neffe des Jägers und danach weitere. Rufe erreichten die Monsterjägergilden. Doch nicht viele Leute reisen bis nach Crandall's Clum. Ein gutherziger Einwohner Crandall's, Captain Dennis Salt, segelt selbst zum Roggenhafen und brachte seine Bitte dem Gildenmeister vor. Damit wurde der Hilferuf endlich erhört. Aber wird es genug sein? Der ewige Gefangene. Niemand weiß, wer die Zelle im Aschenzahnwald gebaut hat. Oder wie lange sie schon dort steht. Oder wie die Steine verzaubert wurden. Man weiß nur, dass ein Mann in der Zelle lebt, allein und eingesperrt seit über 600 Jahren. Er erinnert sich nicht an seinen Namen, aber zu viele Ähnlichkeiten mit der Kampagne in der Schwarzen Mulde. Die perfekte Stadt. Keine Stadt in Kerai konnte sich mit den geschäftigen Straßen und glänzenden Türmen von Neu-Eden vergleichen. Es war nicht nur der Reichtum, die Kunstfertigkeit und die Sicherheit, die man innerhalb der Mauern... Warum suche ich mir etwas aus, wo ich viel lesen muss? Es war nicht nur der Reichtum, die Kunstfertigkeit und die Sicherheit, die man innerhalb der Mauern von Neu-Eden fand. Nein, es war die völlige Abwesenheit vom täglichen Bösen, Krankheit, Hunger, Diebstahl. Die Bürger von Neu-Eden hatten perfekte Familien und perfekte Leben. Benachbarte Königreiche wollten verzweifelte Allianzen, doch Neu-Eden blieb eigenständig in all seiner Perfektion. Doch die Perfektion hat ihren Preis. Ruin, Feuer. Anwohner nennen ihn Tochterflamme, doch der Berg hat ältere Namen.
Glutspitze, Karmesinfels und falls man den richtigen, verhunzelten Historiker fragt, Karstas, Thron des Ältesten. Ich hoffe, dass morgen meine Stimme, obwohl, ach nee, da lese ich ja gar nicht. Ich lese für mich selbst. Ist ja Englisch. Zum Glück. Er zog auch viele Reisende an, die nach dem legendären Schatz in seinem Inneren suchten. Ziegenkönig Osis. Ziegenkönig Dark! Es ist ein Ziegenkönig! Osis baute die Schatzkammer in längst vergessenen Tagen und überließ ihre Überwachung seinen zwei unsterblichen Söhnen. Niemand konnte eine einzige Münze, einen einzigen Juwel oder eine einzige Krone stehlen. Niemand, der das überlebte. Lachend sterben. Der königliche Narr Thomas Potsby war zu Lebzeiten kein lustiger Geselle, aber im Tod. Nee, das ist dämlich. Rubin und Feuer, nehmen wir. Ich brauche eine neue Elamon-Kampagne. Da gab's einen Ziegenkönig. Es wäre echt toll, wieder Kontakt mit Mikey zu haben. Ist echt ewig her. Aber bin ich auch bereit, wieder GM meiner ganzen Kampagne zu sein? Fuck yes, das bin ich. Mikey hat's immer noch drauf, aber Elamon hat schon bessere Tage gesehen. Ja. Das habe ich Mikey geschenkt, bevor ich nach Seattle gezogen bin. Ich frage mich, ob ich überhaupt noch die Hälfte davon verstehe. Königreiche und Kavian, GM-Leitfaden, zweite Ausgabe, Gebiete, nicht nur über Armeen, sondern über die Essenz deiner Geschichte in der nächsten Ausgabe des weltberühmten Tabletop-Rollenspiels. Wen will ich eigentlich verarschen? Ich wäre so krass zu ihrem Konzert gegangen. Ich denke, ich würde mich gut mit ihr verstehen. Sehr geehrte Frau Gringrisch, willkommen in meinem Laden. Der Herr weiß, dass wir frischen Wind brauchen. Mein Name ist Kasia Sobieski. Und ich bin eine alte Schachtel in einem Altersheim in Colorado Springs. Record Traders liegt mir sehr am Herzen. Ich weiß, also weiß ich alles, und ich meine absolut alles, was sie tun können, um den Laden zu verbessern, zu schätzen. Mit freundlichen Grüßen, Cassie. Einige Ideen, bessere Deko, bessere Musik, Belüftungsabdeckung reparieren, fällt seit Jahren ab. Also, wenn ich das richtig verstehe, lässt Kasia mir im Prinzip völlig freie Hand? Damit kann ich arbeiten. Ich sehe mir mal die Poster an. Vielleicht ist was dabei, womit ich die Wände verschönern kann. Was die Musik angeht, könnte ich ja mal die Neuveröffentlichungen aktualisieren. Und da ist die Belüftung. Wenn ich schon mal hier bin, kann ich sie mir ja mal ansehen. Jesse had a wife to mourn for his life. Three children, they were brave. But that dirty little coward who shot Mr. Howard has laid poor Jesse in his grave. This song was made by Billy Gashay as soon as...
ist wohl nicht Kachas Lieblingsmusical. Ein neues Musical von Horace Grassley, Copyright Law. Du würdest der Ladenbesitzerin einen Gefallen tun. Die müssen wir dringend auffüllen. Ich hatte diese Melodie die ganze Nacht im Kopf. Zum Glück bin ich aufgestanden und ich bin so ziemlich im Reinen mit meiner Entscheidung, die Band verlassen zu haben. So ziemlich. Die Szene in Seattle, die beste Wochenzeitung der verregneten Stadt Liebling, der örtliche Punker, Drugstore, Make-up, kehrt zurück. Von Bernard Nelson. Das ist das Problem, wenn man nur zwei Leute in der Band hat. Sagt Leadsängerin Izzy Insurrection, wenn man eine Person verliert, ist das die halbe Band. Stammgäste der Punkt-Treffpunkte in Seattle fragen sich nach Monaten der Stille vielleicht, was mit der aggressiven Musik und dem schwarzen Lippenstift von Drugstore Make-up passiert ist. In einer Veränderung der Bandbesetzung musste Izzy ein neues Talent finden. Unsere neue Drummerin ist eine Punk-Punkrock-Granate. Das ist die irre Energie, die wir jetzt brauchen. Hallo, dort in der Ferne. Papa, ich weiß nicht, was fundierter sein soll als untote Nonnen. Sie sind wortwörtlich unterm Fundament begraben. Hast du Schatten und Whisky schon gesehen? Es hat einen Non-Flair, den Non-Flair, den du so magst, aber ohne die Misogyne. Was? Neu. Ich hab dich lieb. Ich? PS, hast du versucht, den Trailer mehr wie ein Trailer aussehen zu lassen? PPS, noch kein toter Elch, aber morgen ist auch noch ein Tag. Von George. Hallo, dort in der Ferne, Stephanie. Hey, Liebling. Wie sieht es in Colorado aus? Hast du schon Elche gejagt? Ich weiß, dank all der Fristen gar nicht mehr, wo mir der Kopf steht. Ein Kunde kam auf den letzten Drücker mit der Rückmeldung, dass sein Trailer, und ich zitiere, sich mehr wie ein Trailer anfühlen soll. Geht klar, Boss. Ich habe versucht, mir die Serie anzugucken, die du empfohlen hast, aber ich kann nicht über die untoten Nonnen hinwegsehen. Hast du etwas mehr Fundiertes für mich? Hab dich lieb, George. Eines Tages wird schlechte Clipart ein Comeback erleben. Und wenn dieser Tag kommt, werde ich bereit sein. Eines davon könnte gehen. Vielversprechend. Cool. Shit, das kommt aus der Kabine. Mein erster Anruf. Ich gehe lieber ran.
Hallo? Du bist auf KRCT Radio und redest mit Steph. Hey, ist das der Plattenladen? Kommt drauf an, was du mit das meinst. Was? Also, das ist eine Radiokabine in einem Plattenladen. Und die Stimme, mit der du sprichst? Ich bin eine DJ, die auch im Plattenladen arbeitet. Doch dieser Anruf ist, wie zuvor erwähnt, für das Radio. Verstehst du? Nein. Kann ich dir einfach meine Bestellung durchgeben? Und du gibst sie an wen auch immer weiter? Klar. Warum nicht? Nice. Okay. Also einmal Goodbye Means Forever von Kim Snyder, Going Our Separate Ways von The Seagulls, Don't Let the Door Hit You von Robbie Rooster. Interessante Auswahl. Was? Gar nichts. Nur, für wen sind die? Für meine Freundin. Ich habe die auf ihrer Wunschliste online gesehen und wollte sie überraschen. Du weißt ja, support your local dealer und so. Ja, ja, cool. Alter. Ich glaube nicht, dass er checkt, dass seine Freundin sich mit Trennungsmusik eindeckt. Okay, hör zu. Ich frage mich, ob deine Freundin vielleicht Signale sendet, die du, naja, nicht verstehst. Ja, kapiere ich nicht. Okay, Mann, hör zu. Ich glaube echt, dass deine Freundin bald Schluss macht. Alter, woher willst du das wissen? Nö, kein Plan. Vielleicht kann ich hellsehen. Ja, ja, what ifs. Danke, dass du KRCT angerufen hast. Ich werde die Playlist hier bei KRCT etwas aufpolieren. Also, haltet eure Ohren bereit für neue Musik. Und bleibt dran. Alter, ich kotz gleich. Wer hat denn auf den Teppich gepinkelt? Analyse der Sonatenhauptsatzform und ihrer Beziehung zu musikalischer Struktur und Auswahl? Wow, welcher Pro zieht sich denn diese Wälzer rein? All die Jahre als Bühnenbildnerin in der Schule haben mich auf diesen Moment vorbereitet. Oh. Ich brauche bloß ein paar Schrauben. Oh mein Gott. Das Tier haust in den Wänden. Hey, du da. Ich komme morgen mit Fibres und einem Besen zurück. Also fass das als Warnung auf. Das lebt. Wasserveröffentlichung. Wenn wir keine Neuveröffentlichungen haben, was haben wir dann? Oder das ist gut. It's throwback time. Telefon. KRCT, Steph hier. Hey, bist du die Hellseherin? Dein Ernst? Ja, das ist sie. Du hast vorher gesagt, dass ich mit Danny Schluss mache, bevor ich es tat, oder? Also bist du Hellseherin. Sorry, nein.
Es war deine Musik. Du hast ganz klar Trennungsmusik eingekauft. Nein, ich wollte Platten mit Akustikgitarre kaufen, weil ich Gitarre spielen lerne. Aber du wusstest, was ich fühle. Also, Hellseherin. Okay, also meine beste Freundin Tara, die kenne ich schon mein ganzes Leben. Sie und ich können beide auf DCU gehen, aber dann hab ich's auf die UC geschafft, das College meiner Träume. Ich weiß, ich soll immer meinen Träumen folgen, aber ich hab solche Angst, was passieren wird, falls ich ohne Tara aufs College gehe. Sie bedeutet mir alles. Das ist... Bist du sicher, dass du mit mir darüber reden möchtest? Das haben wir doch schon geklärt, oder? Hilfst du mir jetzt oder nicht? Okay. Gib mir einen Moment. Alter. Wie sage ich diesem Girl die Zukunft voraus? Okay. Was sage ich diesem Mädchen? Oh. Eine 6 bedeutet nichts Gutes. Okay. Wie lautet also meine Vorhersage? Okay. Ich denke, ich habe etwas für dich. Bereit? Ja. Okay. Die gute Neuigkeit ist, dass du und Tara definitiv in Kontakt bleiben. Es ist nur, dass aus besten Freundinnen bedauerlicherweise Todfeinde werden. Was? Warum? Nach einem Jahr im College entdeckt ihr beide ein Talent für die Kunst des lyrischen Ausdrucks, auch bekannt als Poesie. Ich liebe Poesie. Aber es ist nicht immer alles rosig. Die Welt der Poesiemagazine ist klein und ein Haifischbecken. Bald beginnt ihr euch fast nur noch passiv-aggressiv zu provozieren und anzumachen. Und dann aggressiv-aggressiv. Anstatt die nächste Emily Dickinson zu werden, seid ihr einfach nur Miststücke. Hass ist das Federding. Okay, das ist alles, was ich hab. Hoffentlich war es nicht zu heftig. Es war schon hart. Aber ich denke, es ist eine gute Vorbereitung auf das, was kommen könnte. Danke, Steph. Hey, 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 hey! Hast du das Paket schon aufgemacht, das ich dir geschickt hab? Hell yeah, lass uns spielen! Alter, es ist viel zu lange her. Ich kann's kaum erwarten, Elamon wieder zu meucheln. Lol, typisch Steph Gingrich. Aber stimmt, die haben ja. Die war ja Gegenspieler, ne? Nee, da stöbere ich nicht durch.